So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir sind immer noch in... Na, wie heißen sie? Hebra-Hügel? Falscher Knopf. Das müsste Hebra... Ja, die Hebra-Berge. Hebra-Hügel, genau. Alles klar, das sind kleine Hügelchen. Im letzten Part haben wir den... wie heißt er? Den haben wir im vorletzten Part freigemacht. Das war der... Nein, auch nicht, aber hier, ne? Nikomihi-Schrein. Ja, ja. Ich habe da eine Truhe vergessen. Echt jetzt? Verdammt. Also nur so zur Info, wenn man da neben dem Namen rechts die Truhe sieht, dann heißt das, man hat eine Truhe vergessen. Hier haben wir auch eine Truhe vergessen. Hier haben wir auch eine Truhe vergessen. Uff. Hoppla. Naja, ich habe gesagt, wir machen jetzt diesen Schrein. Das ist jetzt peinlich. Naja, in den Truhen ist aber meistens, ich sage extra meistens, nichts so gravierend Wertvolles drin. Ich sehe schon, komme ich auch irgendwas richtig Wichtiges vergessen. Nee, nee, passt schon. Achso, falls sich der ein oder andere wundert, falls ihr den letzten Part nicht gesehen habt, dass sich meine Stimme anders anhört, das ist eine Kraftprobe, verdammt. Das nimmt mir den... Schwierig, alles klar. Nein, Leute, ich habe ein Jahr lang keinen Breath of the Wild mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, ansonsten kriege ich hier voll auf die Mütze. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ich habe mich noch beherrscht. Ein bisschen Beherrschung muss ja auch sein. Oh, guck mal, da ist ein Krog. Also da kann man einen Krog holen. Und den holen wir uns auch. Holen wir uns den Krog? Wir holen uns den Krog. Alter, das Rascheln hier macht mich gerade ein bisschen paranoid. So, das soll dahin. Okay. Alles klar. Wieso rollen da Steine rum? Ab und zu kann... Nein, nicht Pferd rufen. So. Magnetmodul. Pferd rufen bringt momentan eh nichts. Tada! Groggy. Ja, besser. Wind Waker lässt grüßen. Ich habe so viel Wind Waker gespielt. Aber ich habe es auf 100%. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich bin wirklich stolz. Oh, ein Maxi-Trüffel. Stolz drauf. Da ist ein Gegner. Moment. Arschloch. Das habe ich nicht gesagt. Oh, Frostforellen. Und ein Ballon. Ich will den Ballon. Octorok-Ballon. Naja, man muss sich ja seinen Aufgaben stellen, ne? Dementsprechend. Headshot. Will ich mit ihm kämpfen. Warte mal, der kann mich einfrieren, oder? Uff. Das tat etwas mehr weh als erwartet. Gebe ich zu. Die Wächterlanze ist zerbrochen. Danke dafür. Ganz ehrlich. Oh, das hasse ich so in dem Spiel. Ja, das bringt mir wenig. Da ist noch eine Wächterlanze. Ich mag Lanzen. Ach so, ich kann ja nicht... klar. Solange ich die Lanze benutze, kann ich ja nicht das Schwert benutzen. Kann ich nicht das Schild benutzen. So, das wollte ich sagen. Eieiei. Ich krieg ja voll aufs Fressbrett. Ich habe aber auch die falsche Waffe. Habe ich kein Schwert? Wächterschwert plus plus. Das wollte ich eigentlich aufheben, aber okay. Bitte, lass es kein Doppelschwert, kein Zweihänder sein, das wollte ich sagen. Mir wäre es lieber, wenn beide von vorne wären. So, erster ist du. Oh Gott. Oh Gott. Wäre fast gestorben. Wollte ich gerade sagen. Ich bin so aufgeregt. Ritter Zweihänder. Ja, nehmen wir mal mit. Ich mag zwar keine Zweihänder in dem Spiel. Ich mag im Allgemeinen keine Zweihänder. Auch Skyrim spiele ich keine Zweihänder. Ich mag die einfach nicht. Ich schwöre auf mein Schild. Ich war wirklich mal besser in dem Spiel. Muss ich zugeben. Ja, aber was willst du machen? Maxi Wildgemüse. Oh.
Ja, ich weiß, ich sollte mir mal irgendwann mal was zu essen machen. Verdammt. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Die Markierung können wir löschen. So, dann. Oh, das ist ein weiter Weg. Das habe ich auch im letzten Part schon gesagt. So, die ändere ich mal kurz in den. Und dann können wir uns eigentlich mal warpen. Der Durchbruch. Müssen wir klettern. Müssen wir viel klettern. Ich habe vorhin gar nicht ausgesprochen, ne? Wenn ihr euch wundert, dass meine Audioaufnahme, also meine Stimmaufnahme, etwas merkwürdiger klingt, das liegt daran, ich habe ein anderes Stativ und da habe ich jetzt ausnahmsweise mal keinen Popschutz dran. Weil, wenn ich den Popschutz jetzt davor hätte, dann würde ich den Monitor nicht mehr sehen. Klingt bescheuert, ich weiß, gerade bei einem 32-Zoll-Monitor. Aber ist wirklich so, das war keine gute Idee hier zu landen. Sehe ich gerade, da sind noch mehr Gegner, als mir lieb ist. Haben sie mich bemerkt? Wahrscheinlich, so wie ich hier rumtrappel. Aber es scheint tatsächlich nicht so. Oh Gott, Leute, bin ich froh, wenn wir aus dem Hebra-Gebirge raus sind. Vor allem können wir dann mal wieder an den Schrein der Göttin. Mal wieder Zeichen der Bewährung. Och nö. Heinz Wolf. Edelwelt. Yay. Fleisch. Großer Graben. Vor allem habe ich gerade Graben mit K gesagt. Also Graben. Wo will ich denn überhaupt hin? Da. Ach, verzieht euch doch. Wisst ihr, da will man mal in Ruhe eine kleine Wanderung machen und dann kommt sowas. Danke dafür. Aber ich kann fliegen, ihr nicht. Ha. Ihr, ich kann fliegen, ihr nicht. Ja doch, das macht grammatikalisch gesehen Sinn. Ich war gerade echt am Überlegen, ob ich da gerade Scheiße gelabert habe. Was bei mir jetzt nicht selten vorkommt, gebe ich zu, aber ihr wisst, wie ich es meine. Hoffentlich. Ich will da auf die Bergspitze. Und ich will endlich mal was anderes sehen, außer Schnee und Stein und noch mehr Schnee und Eis. Ein bisschen depressiv macht das. Halt, stopp. Schon, ne? Was ist eigentlich da? Also da hinten ist schon das Labyrinth. Okay, das will schon einiges heißen. Das Labyrinth da ist, ist alles gut. Was ist hier im Eis? Nix. Okay. Da das Nashorn lassen wir auch erstmal in Ruhe. Da ist ein Elch. There is an enemy. Hey, ich habe sogar richtig gesagt. N. Oh wow. Das war schon gut. Das war nicht so gut. Na komm, schieß ihm in den Pappes. Jo! Headshot sogar. Nice. Und der fragt sich jetzt, hey, wo kommt das her? Da, da? Nee. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Ne, ich sehe auch gar nichts. Scheiß Schnee. Go to sleep. Macht er. Schön getan, schön getan. So, darüber müssen wir, ohne vom Leuen getötet zu werden, der da irgendwo haust. Gute Sache, nein. Ich hab echt keinen Bock auf Leune, weil der wird mich garantiert töten. Das ist eine Hütte. Ist es eine Hütte? Nee, das ist ein Stein. Das ist tatsächlich ein Stein. Ich dachte wirklich, das ist eine Hütte. Das sind Moblins? Nee, das ist ein Elch. Junge, Junge, die Vogelperspektive ist echt merkwürdig. Hey, was sind da? Was ist das? Eine Fahne. Ein Krog. Okay.
Ich habe noch 7 Pfeile. Für 3 Ziele, das geht. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, ja, hab ich. Ist das nicht toll? 54 Krux haben wir Zeit, dass wir mal in den... Ja, der Hylia-Wald. Ich kenne mein Glück. Auf meinem Weg dahin spawnt der Leune. Deswegen sollten wir möglichst hoch bleiben vorerst. Da sind die Wölfe. Oh, ich will nicht auf dem Exolfos landen. Oder in seiner Nähe, so dass er mich bemerkt. Wäre cool. Oh, oh Gott! Ja, man kann es auch übertreiben. Ich will nur den Schrein aktivieren, mehr will ich gar... Oh Gott! Schieß mir doch nicht in den Hintern! Oh nein! Shagema. Gema. Der Shagema-Schrein, ist das nicht toll? Wunderbar. So, einmal aktivieren bitte. Ich will nur den Schrein aktivieren. Thank you very much. Das ist schön, auf dem Monitor zu spielen, muss ich gerade wirklich zugeben. Ist nice. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja ein Rätselschrein und keine Kraftprobe. So wie die letzten 500 Schreine irgendwie gefühlt. Also mit Kraftproben haben sie es ja echt übertrieben. Habe ich jetzt nur so festgestellt, ne? Also bei meinem ersten Spieldurchlauf auf der Switch war das in meinen Augen noch nicht so extrem, aber jetzt merke ich es erstmal. Oh Gott, was ist hier denn los? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shagema. Im Namen Shagema, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, mein Gott. Stopp und Start. Stop and go. Oh, auch nicht schlecht. Oh Gott. Ich würde sagen, Rätselzeit. Erstmal gehst du da weg. Ach, den kann ich nur hoch. Okay. Okay. Das könnte tatsächlich interessant werden. Okay, um da an die Truhe ranzukommen, muss ich theoretisch gesehen eine Bombe dahin werfen. Dann fliegt er nämlich hoch. Okay, okay, okay. Also das haben wir schon mal. So schnell glaube ich nicht, dass ich zwischen Dings und... Uff. Also zwischen Magnet und Stasis-Modul, das war der falsche Knopf. Es hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. Mache ich das am Schloss? Werfe ich die direkt da? Ich versuch's einfach mal. Ja, hat super funktioniert. Ja, hat auch super funktioniert. Kann ich eigentlich springen und werfen? Nein. Außerdem war das der Fall. Ne, es war eigentlich der richtige Knopf, okay. Ich habe das Gefühl, das wird so nicht funktionieren. Oder? Mal testen. Nein, natürlich nicht. Nochmal testen. Nein. Okay, das wird so nix. Das müssen wir irgendwie anders machen. Das ist eine Truhe. Da würde ich theoretisch gesehen von hier oben rankommen. Also das ist kein Ding. Aber ich möchte ja auch unten an die Truhe. Ne? Also wenn, dann möchte ich ja beides. Hm. War ein bisschen kurz. Gebe ich zu. Mir tut der Hals weh. Das ist nicht gut. Also von hier würde ich reinkommen. Tada! Königsschwert! Das. Dann nehme ich lieber das Königsschwert als den Zweihänder, ganz ehrlich. Jetzt kommt es, das ist ein Zweihänder. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Einhänder. Sehr, sehr, sehr geil. So, jetzt kann ich doch theoretisch gesehen mit dem Magnetmodul... Ich habe einen Plan, keine Sorge. Ich
habe nämlich den Plan, dass ich hier außen rumgehe und dabei den immer höher machen kann. Aha. Das ist ja schon mal interessant. So, jetzt schnell das Stasis-Modul. Ich krieg das Ding gleich so auf den Kopf, ich sehe schon kommen. Kleiner Schlüssel! Vorsichtshalber gehe ich mal weg. Es bleibt sogar noch einen Moment da drauf liegen, das ist gut. Und dann. Bam! Die Truhe ist theoretisch Matsch. Aber nur theoretisch. Praktisch ist noch alles in Ordnung. Aber ich will jetzt nur mal ganz kurz. Ich weiß, dass wir unten rein können würden, aber ich möchte noch mal gucken, ob ganz oben eventuell noch irgendwas ist. Kann man nachvollziehen, ne? Ah ja, ich denke schon. Ich denke, da ist nichts. Das war echt schon das Rätsel. Wenn dem so ist, dann ist dem wohl so. Oder ist hier hinter noch irgendwas versteckt? Nö. Okay. Dann war's das. Ich überspringe das. Geht nicht zu überspringen. Okay. Aber das geht zu überspringen. Zeichen der Bewährung. 10. 12 brauchen wir, damit wir 3 Herzcontainer wieder kriegen könnten. Oder Ausdauercontainer. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen. Wir haben jetzt 10 Herzen. Ja, bin ich jetzt blöd. Ne, 10. Passt. Und ein zwei Drittel Ausdauercontainer. Muss ich Angst haben? Bislang noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung ich muss für... Oh, geil! Ist immer schön, wenn die direkt vor einem auftauchen. Danke dafür. Oh, du wolltest mich doch jetzt nicht umnieten. Niete. Oh, das ist noch ein Weg. Okay, da ist ein Wolfi. Wolf macht Jagd auf Elch. Wolf macht Jagd auf Elch. Ich glaub's ja nicht. Wenn ich einen töte, dann läuft der andere auch weg. Ha! Treffer! Na, das Bild nehme ich noch mit. So, jetzt haben wir auch keine Pfeile mehr. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Jagt er mich? Er jagt mich. Ich wollte gerade fragen, was ist denn jetzt los? Eis, Blitz... Oh ja, einen antiken Pfeil schieße ich drauf. Ganz klar. Naja, ein bisschen Fleisch ist immer gut, ne? Können wir mal wieder kochen. Auch eine gute Sache. Ein Huhn! Was ist das für ein Huhn? Ein Polarhuhn. Ich weiß es nicht. Ich mach mal ein Foto. Stehtaube! Haben wir noch nicht. Jetzt haben wir sie. Muss man ja darauf Acht geben, dass das alles... Habe ich die Elche eigentlich schon? Tabanter-Elch. Natürlich habe ich ihn nicht. Ganz blöde Sache. Nein, dafür gebe ich keinen. Dass das jetzt funktioniert hat, das ist, glaube ich, mehr Glück als Verstand. Aber schön, dass ich das Timing doch noch scheinbar drauf habe. Da hinten ist wieder ein Gegner, mit dem ich nichts zu tun haben will. Was ist mit dem Leun? Der Leun ist weg. Mysteriös. Da hinten ist ein Wolf. Ich sehe schon, komm, ich kletter da jetzt hoch und da. Genau da wird er sein. Der böse, böse Leun, der uns mit einem Schlag tötet. Und keine Sorge, ja, das wird er tun. Da ist er.
Oh Gott. In der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. In der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Wo ist der Stein, den ich hier hinbringen soll? Ich meine, ihr habt es bestimmt schon gesehen, da das Rätsel. Ach nee. Ich habe eine Idee. Hauptsache, der Lorne erkennt uns nicht dabei. Ich habe auch gerade keinen blassen Schimmer, wo er ist. Davon abgesehen. Das ist immer eine gute Sache. Es hat funktioniert. Ui, du hast mich entdeckt. Ohne Sprachausgabe? Was ist denn da los? Tschüssi. Wieder fast... Was ist er denn? An dem müssen wir uns vorbei schleichen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wie sollen wir das machen? Ich muss da irgendwie auf die andere Seite. Ohne dass der Leune mich sieht. Sobald er mich sieht, haben wir verkackt, weil die Viecher, die können sich blöderweise auch warpen. Das ist nicht nett. Kann ich an ihm vorbeifliegen? Das wäre natürlich eine geile Sache, ne? Wenn ich jetzt... Versuch macht klug. Erschreckenderweise war das einfacher als gedacht. Dieser Stein sieht mir suspekt aus. Das war wirklich einfacher als gedacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube nichts Gutes. Glaube ich wirklich. Erstmal den Kopf kratzen. War das die Stelle mit den Wächtern? Wenn da Wächter drin sind, haben wir ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist eins der Labyrinthe, die es gibt. Es gibt mehrere Labyrinthe, es gibt auch eine Insel komplett. Nördliches Irrschloss. Ja. Ja, ja, ja. Ein Irrschloss. Da irrt man umher. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Oh nein, ich weile doch gar nicht. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Mhm. Tja. Es ist einer der wenigen Schreine in Anführungszeichen, die sich außerhalb der Map befinden. Auch wieder in Anführungszeichen. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist mal wieder ein ruhiger Part, aber Zelda Breath of the Wild ist ja auch ein relativ ruhiges Spiel. Ja, dementsprechend kann man das auch etwas ruhiger angehen. Ja. Und sogar eine zwischenzeitliche Einjahrespause machen. Sorry. Naja, ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich tue es auf jeden Fall und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer Renji. Bye.